Und dein Name war Weißlauf. Ach, das ist schon wieder der Weg hier mit Sitze und deswegen kann man auch mit der Wache reden. Genau. Dass ich ständig nur allerdings über den Weg hier kommen, ist auch lustig. Und da diese Plattform, ich so viel nehme ich jetzt auch schon mal vorweg. Das ist wieder einer der Punkte, die ich schon hatte und... Ey, Digga. Der wird noch wertvoll für uns. Ich weiß sogar für den Part, wo das vorkommt, auch wenn das ganz am Anfang vorkommt und deswegen den kompletten Part nichts mehr angeht. Das Ding wird das Thumbnail sein. Da will ich euch versprechen, das wird das erste Mal sein, wo ich ernsthaft ein Thumbnail richtig passend zum Spiel mache. Mit der Drachenfestung. Also ich kenne hier noch ein paar Elemente, also ich weiß noch ein paar Orte, die auf uns zukommen können. Die Quest, die wir jetzt machen, die kenne ich auch schon wieder so halb. Ich habe es nie geschafft, den Magier am Ende zu besiegen. Ja, wir kämpfen am Ende gegen Magier und ich habe es damals nie geschafft, den Drecksgeil zu erlegen. Und Cheats kann ich damals noch nicht. Ich kann ich ja jetzt eigentlich nur durch Lupo. Ja, Lupo, du bist schuld, dass ich Cheats kenne. Ja, aber damals konnte ich sie halt eben noch nicht, daher habe ich es damals auch gelassen. Und das ist auch das große Problem, weshalb ich damals wirklich nie gegen den Fuck Magier ankam. Jetzt bin ich Ork, hab Blutrausch, noch einen Stufenaufstieg im Petto. Und packe jetzt irgendwie die schlimmsten Gegner von damals jetzt im Handumdrehen. Also, ein gutes Zeichen für uns. Dass ich dann auch hier die Quest diesmal ordentlich packe. Und diesmal mache ich auch wirklich nur bis 0 Uhr, damit ich auch mal wieder ein bisschen mehr Schlaf bekomme. Die Aufnahme ist nämlich genau nach der anderen, also wirklich einen Tag später. Weshalb ich das Ganze mache? Ich hoffe somit diesmal, da der Anrufer kein Internet hat, werden wir Left 4 Dead nicht machen können. Das heißt, ihr werdet... Naja, der Zeitpunkt ist, wenn ihr das hier seht, eh schon seit Ewigkeiten vorbei. Aber dennoch, es ist so, dass der Anrufer einfach momentan kein Internet hat. Deswegen können wir kein Left 4 Dead aufnehmen. Und damit wir dann für die nächsten Tage, wo wir dann Left 4 Dead aufnehmen können, ich nicht im Endeffekt damit ankomme, oh scheiße, da fehlt ja noch so von wegen, da fehlt ja noch Dingenskirchens. Skyrim, das dann nicht passieren kann. Okay, wir haben hier 56. Hier haben wir 51, okay, kann das Ding weg. Ewerzhandschuhe, 39. Unsere jetzigen bringen uns... 36. Gut, müssen wir die Scheiße aber erst nochmal wieder verzaubern. Gut, Ebenerzrüstung bringt uns 104. What the f... Waffen und Rüstung bekommen 9% verbessert werden. Okay. Stahlplattenrüstung bringt uns 102. 104, die 2 Punkte. Können das Leben retten. Gut, damit haben wir uns neu eingekleidet. Wir haben jetzt Ebenerzhandschuhe, Ebenerzrüstung und Ebenerzschuhe. Ab sofort sind wir in Ebenerz gekleidet, meine Freunde. Der lustigen Unterhaltung. Ich gehe einfach mal gerade davon aus, dass die Unterhaltung hier lustig ist, deswegen. So langsam kriege ich das Gefühl, wir brauchen neue Zaubertränke, ne? Hier haben wir nur noch 9 Stück. 29. 9. 9. Okay, ne, ich nehme alles zurück. Wir brauchen keine. Gott, ich dachte, wir hatten wenig. Sieht doch so wenig aus, wenn man die so in der Reihe auch überwählt, wenn man da die Nummer... Wie viel, fucking shit, ey. Gut, also wenn wir irgendwann Drachenrüstung schmieden können, dann sind wir definitiv gut ausgesorgt. Gut versorgt, sorry. Dann. Ja, müsste ich auch alle mal lesen, die ich nicht weglegen kann, damit ich die mal demnächst auch abgeben kann. Ah ne, hier kommen ja die Zauberstäbchen rein. Gut, hier kommen ja die Schmucksteine rein, davon haben wir bestimmt wieder welche aufgesammelt, ich kenne uns doch. Ich probiere es einfach immer wieder aus, irgendwann muss man die ablegen können.
Ah, scheiß drauf, habe ich jetzt den Selbststand abgelegt. Kann ich mich auch einmal versortiert haben? Whatever. Alter, was für wertvolle Sachen wir hier schon alle drin haben. Hier, guckt euch das mal an. Wie viel fucking Bullshit wir hier drin haben. Der meiste ist auch noch unglaublich viel wert. Wo haben wir das Zeug? Oh, fucking shit. 1224. Haben wir noch was von dem Wert? Jo, 1400. Goldene Diamant-Halskette. Halskette über rangenden Falschens. Goldene Diamant-Hals... Ach, guck mal, hier steigert die Fertigkeit sich auch noch. Ja, erklärt natürlich sofort alles. Ich habe die Zutaten vergessen. Ist nicht schlimm, wollt ihr wissen wieso? Ganz einfach und schnell erklärt. Ich werde gleich... nee, ich gehe doch nicht schmieden. Ich wollte eigentlich schmieden gehen, weil ich dachte, wir hätten zu wenig. Aber wir haben ja unglaublich viel daher. Ja, nee. Okay, today. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Bin ja kurz davor zu sagen, wir gehen mal wieder schmieden. Wisst ihr was? Das tun wir jetzt auch einfach mal. Ehre sei mit euch, mein Tarne. Ich mache jetzt aus dem Ausflug eigentlich zu einer Quest mal eben wieder eine Schmiedeaktion. Ne, muss man ja auch mal hinter sich bringen. Wir wollen ja das Schmieden jedenfalls auf 100 hochgeskillt haben und dafür müssen wir auch ab und zu mal schmieden gehen. Ich habe eine neue Rüstung, vielleicht kann ich ja auch noch nachher verzaubern da oben. Deswegen stammen mir auch gleich all meine Sehnsteine und verschwinde nach oben. Und eventuell auch alle verzauberten Scheißteile. Wuhu, mit den Hörnern am Schild hängen bleiben. Wusste ich doch. Benutze Werkbank, vielleicht können wir ja was verbessern. Jo, können wir! Oh, 50! Exquisit! Ja, leck mich doch am wertvollsten Arsch der Welt! Nochmal, hier. So bringt uns das. 39. Wenn ich das verbessere, das braucht ein Ebenerzbarren. Kommen wir hoch auf 59. Das sind 11 Punkte. Und guckt euch mal den Wert an. Leck's mich doch am Arsch. Boah, machen wir doch. Oh Gott. Ebenerzrüstung. Bringt 104. 126 und der Wert verdoppelt sich auch schon wieder fast. Ey. Es ist ja der Hammer. Dann machen wir. Und Emers Stiefel. Ach, oh, 50. Ja, warum denn nicht? Gott. Müssen wir mal häufiger machen und dann diese Scheißteile hier setzen und verbessern. Stahlbarren. Armbrust. Macht 45 Schaden. Ne? Aus Hochwerking machen wir erlesen. Ja, machen wir mal. Auriels Bogen. Bringt auch gleich mehr Schaden. Emerzbogen. Exquisit. Streit kommt von Moloch Baal. Exquisiten. Exquisiten Streit kommt von Moloch Baal. Ey, wer hat das schon? What the fuck? Echt, da entdecke ich hier gerade ja Sachen wie sonst was. Na, wir können uns wieder Pelzhelme machen. Wir können uns natürlich auch wieder solche Kackteile basteln. Ach ja. Ach ja, den Mode gibt's ja auch noch. Ja, wir können uns übrigens auch unsere kaiserlichen Scheißteile selber machen. Ich muss ja sagen, der kaiserliche Helm ist absolut cool. Kaiserliche Offiziershelm können wir auch machen. Ja, hier haben wir noch mal ein paar Sachen. Leder. Zwergisch. Die Granaten. Ach ja, wir können auch die Falmerrüstung machen. Falmer Butch. Falmer Gansch. Ja, wir können uns ja auch die Falmerrüstung, aber bin ich ja nicht für. Orkisch. Ja, also bei Orkut können wir uns ja auch was basteln. Schmuck! Na,
Naja, wir sind ja nicht so wirklich Schmuckträger, ne? Baumaterialien. Ja, könnten wir auch mal wieder machen zum Bauen, aber sowas braucht wir. Wir können es nämlich auch Dietrich schmieden. Ein Eisenbarren bringt 24 Dietrich, hier finde ich gar nicht mal übel. Wir können es auch für einen Goldbarren 100 Gold machen. Mit Pickaxe und eine Spitzhacke. Super Sonic, wir füllen uns die Feuersalze, aber egal. Gut, haben wir es ja. Können wir noch eben. Haben wir wieder ein paar Erze gesammelt? Ich glaube ja nicht. Nein, haben wir nicht. Gut. What the fuck? Wir haben jetzt voll die epische Rüstung. Schnappen wir uns jetzt eben Seelensteine, gehen nach oben und gucken mal nach, ob wir da auch wieder ein paar Zauber reinschmeißen können. Wäre der absolute Hammer. Alex, mir doch am Arsch, haben wir jetzt eine richtig überpaute Ebenerzrüstung. Wir haben eine exquisite Ebenerz. Oh mein Gott! Ich fasse es ja immer noch. Ich wusste, dass das exquisit geht, aber ich glaube, es gibt noch etwas Besseres als exquisit. Ich weiß gerade nicht. Wenn ja, Alter, ich bin so scharf darauf wie ihn. Junger Pudel, das beinahe ordentlichen Dame. Wenn er versteht, was ich meine. Wenn nicht, ein Glück. Wir suchen die leere Kommode. Was da reinkommt, bist du. Seid ihr. Bist du. Du. Ihr. Ihr. Glas. Gold ist ja auch schon wieder gewachsen, Alter. Ja, hier Goldbarren sind auch 100 wert. Finde ich ja ganz lustig. Ah, fuck. Wir hätten auch wieder Leder machen können. Mein Gott, haben wir wieder viele Nägel. Also ich glaube, wir können uns wirklich bald mal wieder an die Häuser begeben. Was haltet ihr davon? Wir setzen uns nach dieser Quest wieder mal ans Haus. Nur damit das Haus wieder vorangeht. Warum ich gerade die Seelensteine weggepackt habe? Ich mag sie nicht. So. Nee, keine Ahnung, weil ich blöd bin. Das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung. Stahl. See. S-E-S-E. Stahl. Schein. Silber. Stroh. Ach, waren winzige Seelensteine. Ja, die brauchen eh kein Schwein. Ne? Jetzt kann ich so aus dem Haus sprechen. Wow. Ich muss jetzt auch nochmal nachgucken, wie weit wir mit dem Leveln sind. Durch Schmieden haben wir echt auch nochmal ein bisschen was bekommen. Halleluja. Wie weit sind wir jetzt eigentlich? Ja, toll, ich kann jetzt gerade nicht gucken, wie weit wir mit dem Schmieden sind, da ich ja gerade irgendwie einen laufenden Stufenaufstieg vor uns habe. Ach, der Mond ist wieder kleiner. Und hier ist alles so schön kaputt. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Schreie, was für ein Schrei, die Graumärte auf ihrem Berg. Jo, ich kann schreien. Ich bin ein Schreihals. Ich schreie aus voller Brust hinauf in die offene, kalte und schreckliche Welt. Okay, ich glaube, ich verzauber noch eben. Da eben im Bad auf. Also ne, ich höre doch nicht mit dem Bad auf. Ihr wisst doch, wie ich meine. Ne, ich höre einfach mit der Aufnahme auf. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Ja, entzaubern. Gegenstand! Mein Ebenerzbogen muss ich ja noch, aber erstmal kommt hier die Rüstung. Was kann ich denn draufpacken? Ausdauer verstärken. Beschwörung und magische Regeneration. Beschwörung verstehe, brauche ich nicht. Gesundheit verstärken, steigt die Gesundheit um 20 Punkte. Auch 25, also schwarzer Seelenstein und mächtiger bringen dasselbe hier in dem Fall. Gewöhnlicher ist 8. 4, 2. Naja, da das ja dauerhaft hält, bin ich, die 25 Punkte sind die schon wert, vor allem, da ich die Rüstung auch lange tragen werde.
Ja, leck mich doch am Arsch, ich kann die Scheiße umbenennen! Wuhu! Ah, ich vertipp mich da immer. Feldos Mord! Ne, was haltet ihr davon? Ja, behalte ich. Gut, und R, herstellen. Umbenennen tut man hier übrigens mit F, wurde gerade unten angegeben. So, dann verwandle ich jetzt euch nochmal. Auswählen. Das kann ich draufpacken. Alchemie verstärken, ja, gut. Ich würde hier auch wieder gerne Schießkunst verstärken. Höheren Schaden. Oder waffenlos verstärken. Waffenlose verursachen, ja, okay. Tragfähigkeit, naja, die Tragfähigkeit habe ich in den Schuhen. Steigert Fertigkeit, schwere Rüstung. Ne, brauche ich nicht. Waffen und Rüstung können und verbessert werden. Ne. Schlösser knappen will ich auch nicht. Ja, ich bin mehr für Schießkunst. Was passiert, wenn ich dich habe? 16%, 16%, 10%, 5%, 2%, 1%. Naja, 1% lohnt nicht. 16% wirkt komisch. Ich wäre hier in dem Fall für 10%. 10% höherer Schaden ist auch nicht gerade eben schlecht. Und so oft schieße ich mit dem Bogen nun auch nicht. Daher... Ne. Umbenennen. Und zwar in... Fuck, mir fällt gerade kein Name ein. Erfordert eben Herzhandschuhe. Okay, dann brauche ich dafür jetzt einen guten Namen. Und zwar den Namen... Feldos Macht. Ne, das kann ich nicht nehmen. Bulgen sind die großen Drachentöter. Sorry, Drachen, aber. Na, ich glaube, Drachentöter schreibe ich in dem Fall zusammen. Okay, Drachentöter. Sorry an Drachen, wenn du das hier siehst, tut mir unglaublich leid, dass du das jetzt so lesen musst, aber... Enter. Oh Gott, leck mich doch. So, nochmal eingeben. Ich habe einen Fehler gemacht, deswegen. Drachentöter. Und bestätigen. Großer Seelenstein. F fürs Umbenennen. Ich hätte jetzt gerne den Namen Drachentöter. Gegenstandtöter, mache ich das so mit der Maus? Gut. Okay, jetzt kann ich hier noch den Bogen verzaubern. Was packen wir denn drauf? Was kann ich denn drauf packen? Untote verderben. Untote bis zur Stufe 10 fliehen? Naja, nee. Solange die Monde am Himmel stehen, brennt das Tier für 10 Sekunden. Ah, okay. Seelenfalle. Stirbt das Tier innerhalb von 4 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Schmaggiger Schaden. Absorbiert 8 Gesundheitspunkte. Furcht. Der Turm ist zur Person. Okay, das Tier erleidet 10 Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Feuerschaden. Blitzschaden und Ausdauerschaden. Naja, ich bin dafür, hier Gesundheit abzubieren. Dann kriege ich nämlich die Energie, aber das bringt eigentlich nichts. Und Seelenfalle? Naja. Na, weniger. Ja, Feuerschaden. Steckt das Ziel für 10 Schadenspunkte in Brand. Brennende Ziele erleiden zusätzlich Schaden. Okay, wollen wir hier größere Ladung, dafür wenig Schaden, oder wollen wir viel Schaden, dafür kleinere Ladung? Ich finde so 8 Schadenspunkte sind gut, dafür haben wir auch eine ordentliche Ladung. Mit dem Mächtigen haben wir dann hier diese 10. Machen wir das mal so, bin ich der Meinung.
einen gewöhnlichen Seelenstein. Gut, damit haben wir Verzauberung auf 50 immer noch, aber... Ja, den Bogen benenne ich jetzt nicht extra um und wenn wir jetzt hier ins Inventar gehen... Wieso sind die Handschuhe nicht umbenannt? Okay, damit ist Drachen wieder befriedigt. So. Kannst dich entspannt zurücklehnen. Der nimmt den, hat den Namen nicht angenommen. Wieso kann ich das Ding die Drachentöter nennen? Nein. Wenigstens habe ich meine Rüstung mit dem Namen Feldos Macht. Die nächste Ehrenherz-Handschuhe, die ich finde und auch um Zauber, werde ich dann Drachentöter nennen. So, Problem gelöst. Entschuldigung. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und, was macht ihr da so? Na gut, ich mache jetzt auch noch eine Runde. Jetzt ausnahmsweise mal wieder mit Schnellreise. Da ich gerade ein bisschen pischt off bin, dass er meinen Namen nicht angenommen hat. Ich glaube, dahin kommen wir gut mit der Halbmondmühle. Drachentöter kann ich nicht nehmen. Ja gut, könnt doch Drachen auch falsch verstehen, ne? Ihr versteht. Nein, wie ich und Drachen hast du uns nicht. Wir sind eigentlich richtig gute Kollegen. Guckt an Serious Sam, dann wisst ihr es. Jo, ich mache jetzt Werbung für Drachen auf demselben Kanal. Ist auch so cool. Ich habe ja auch in seinem Serious Sam, wo ich ja mitmache, woohoo, Werbung für meinen Let's Play gemacht. Gott, bin ich hohl. Oh, Schlachterfische. Die wollen mich schlachten. Ah. Scheint hier ein bisschen auf Land unter zu sein. Oh mein Gott, sind da viele Schlachterfische. Gut, einfach mal rein in die gute Stube. Es soll schon groß schief gehen, außer dass wir sterben. Unser Kopf abgerissen wird. Wir gevierteilt werden. Geköpft, hingerichtet, gesteinigt, verbrannt. Ersäuft, erwürgt, erschlagen. Erstochen, erdolcht. Boah, ich mag's, wenn Bögen verzaubert sind. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, wow. Das ist wunderschön. Ich bin froh, dass ihr hier bei mir seid. Und dann darf man die gute Frau nicht heiraten, ist klar. Entwickler? Großer Fehler. Es gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Dir auch nicht. Wer ist da? Das wird euch eine Lehre sein. So, und mal wieder haben wir dasselbe Problem sonst immer. Das ganze Bücher nehmen. Sorry, das dauert leider immer. Vor allen Dingen, wenn man die Bücher nicht sieht. Kein Buch nicht sehbar. Ne, gut, ist alles gelöst. Sternsteinfragment. Angeblich ist übrigens ein neues DLC in Planung. Natürlich werde ich mir das auch holen. Also laut Lupo gibt es noch bald wieder ein DLC und. Alter, die DLCs werde ich mir sofort holen. Also mit Alter meine ich jetzt euch. Auch wenn ihr nicht alt seid, auch wenn ihr junge Spunde seid. Ich bin auch nicht so alt, deswegen nenne ich euch einfach Alter, weil ich lustig bin. Stahl.
Schniefel, einmal bla bla bla. Menschliche Scherz! Na, ja, weil bei mir. Dazu brauche ich ein Albasimbierungswerkzeug. Totenbeschwörer Lehrling. Gott. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Na, warum kill ich die gerade nicht, die Olle? Vielleicht habe ich auch keine Ausdauer mehr. Solange wir die Gelegenheit haben. Kill! Ach Gott, Vibe! Bestimmt das durch meine Hand! Selbst wenn ich das so wie der Lurz machen muss in Herr der Ringe. Gott, die wollte ich töten, Serena! Gott, ich habe mich total blöd angestellt! Mensch, war ich gerade dämlich! Ich habe ja echt nur daneben geschossen. Schreib mir aber mit der Kerle an. Bratkartoffel. Die Zelle braucht heutzutage noch eine Bratkartoffel. Okay, eben auf die Karte gucken, welcher Weg uns weiterführt und welcher. Okay. Wir sind beide an denselben Ort. Sieht mir viel zu sehr nach richtig aus. Halt mal die Klappe, Digga! Das sieht mir sehr, viel zu sehr nach falsch aus. Das ist ja super. Bin ich hier genau da, wo ich sein wollte. Gut, jetzt bin ich hier fertig. Oh, halt doch mal die Klappe! Da hinten! Geschafft. Eigentlich ging auch wieder mal ein Kill auf meine Kappe. Und dafür kriegst du auch noch als Belohnung ein paar Nordpfeile. Mhm. Gold. Das. Mhm. Komm. Das war zu früh, ist mir aber gerade egal. Ich habe das Gefühl, hier unten ist vielleicht noch was. So, Luft holen und... Runter geht's. Truhe. Kommode. Schäbige Haube. Jo, ich gehe jetzt schlafen unter Wasser. Als Argonia ist das kein Problem, allerdings für einen Ork, wie wir gerade mitbekommen haben, da ist das dann doch ein bisschen komplizierter. Bam! Da wollte er mich gerade töten, da wollte er gerade ausholen und mich töten und ich schieße ihn eben den Brustkorb ein. Weil ich so übermenschlich gut bin. Nicht, weil ich übermenschlich gut bin, sondern weil ich übermenschlich gut bin. Nicht gut, sondern gut. Kommt immer auf die Betonung an. Dass ich übrigens auf jeden Witz auch total lange nochmal drauf rumreite und ich einfach ihn einmal bringe und dann damit fertig bin.